Ich hoffe, mein Audio passt. Ich bin immer noch verwirrt, weil ich habe ja ein Video aufgenommen vor 2 Wochen. Da habe ich heute, also das ist das, was ich dir geschickt habe, und habe heute nochmal den letzten Schnipsel neu eingesprochen, weil ich da was drin hatte, was mir nicht so gefallen hatte. Und das war genau die gleiche Lautstärke. Aber im Stream ist wieder Okay. zu laut. Ich verstehe das nicht. Die Ausgabe ist immer so seltsam. Manchmal stelle ich Ah. da Wurm drin. Ja, wirklich. Ja, egal. Dafür ist ja der Chat da, der kann ja sagen, es ist zu laut. Wenn nicht, haben sie Pech gehabt, dann müssen sie es zu laut ertragen. Letztes Mal war es zu leise, hat man es nicht gehört. Wie wir Sketchpool gespielt haben. Man muss sich nachträglich immer ein bisschen lauter machen, wenn die anderen gesprochen haben. Weil ich zu laut oder der Rest zu leise war. Das war anstrengend. Hello? Was hat geklappt? Jetzt bin ich jetzt nackig, Is ich bin anyone weiß. there? Was soll denn das? Ich möchte nicht nackt durch die Backrooms laufen. Das ist ein bisschen zugig. Haben Sie hier was geändert? Move, Sprint, Jump, Coach. Whistle. Ah, diesen komischen Circle haben sie weggemacht. Bin ich in hier drinnen? Ja. Möglich? Da bist du. Sehe ich normal aus oder sehe ich wieder komisch Du aus? sahst normal aus. Ich glaube, aber dein Arm, das. Ach so, das ist eine Kamera, okay. Bei deinem Arm hängt irgendwas Seltsames dran. Aber ich einmal die Kamera. Okay, wo lang? Okay, gehen wir einfach hier. Hier lang? Ja. Ich habe keinen. Oh Gott, hat Ah, mich das den gerade Würfel, den erschreckt. hatten wir das letzte Mal schon gefunden. Ja. Der Würfel, der rund ist. Der Würfel ist ein bisschen komisch, er ist ziemlich rund. Oh, da können wir 8 finden. Grün. Du hattest gesagt, lila brauchen wir. Na, da ist ein Pfeil. Pfeile sagen mal was Gutes. Er gibt eine Richtung Meistens an. eigentlich, aber ich glaube, hier haben die Pfeile nicht wirklich einen Sinn. Doch, den Sinn der Verwirrung. Da ist es grün, aber da kommen wir nicht durch. Da ist es grün. Aber ich denke, so ein Lila. Wo bist denn du jetzt hin? Hinter dir. Ich denke, der Plan war jetzt doch zum Grün zu laufen. Oder? Hier ist Ich Grün. denke mal, farbig ist irgendwie immer besser als gar nichts. Aber Bei Grün ist nichts. nee, das hilft uns gerade nicht wirklich weiter. Solange nichts schreit, ist alles okay. Das Pfeifen. Smiler. Wo bist du jetzt schon wieder? Aber ich habe den Augen verloren. Da, ich bin hinter dir. Ich habe, glaube ich, hier was gesehen. Dadurch. Oh, okay. Smiler habe ich gesehen. Ah, weg ist es wieder. Grad. Ich dachte, da war was, aber es war nur die Hand von so einem Smiler. Aber hinten Da ist, glaube hinten, warte ich. mal, da hinten ist was. Hinten ist ein bisschen Farbe. Oder auf jeden Fall Licht. Ist noch so eine Kugel? Oh, hier ist. Guck mal, hier haben wir Rot. Oder Lila? Oder keine Ahnung. Grün und Blau? Hier hinten vielleicht? Nur schon mal 3 Farben. Ist doch schon mal irgendwas. Oder hinten sieht es aus, als wird irgendwas passieren. Wo? Da, weil es dunkel wird und da ist ein Pfeil. Das sieht irgendwie aus, als wäre das von Interesse. Es hebt sich so ein bisschen ab. Ich kann mich auch täuschen. Die Wände sind hier echt. Wird das lila? Die Wände sind irgendwie. Ja, Na gut, die haben sich total verändert die wieder. Wände Ist sind total total anders wieder. absurd. Aber das ist das, was mich, glaube ich, angezogen hat. Das Ray. Wollen wir Pfeile folgen? Machen wir mal. Wand und die Decke. Warte. Okay, irgendwas ist Das ist eine. passiert. Mein Charakter hat gerade was zu gesagt. Viech! Nein!
Genau, ich bin voll reingelaufen. Oh. Nee. Oh, ist noch hinter mir. Wann merke ich, dass das eigentlich gar nicht mehr hinter mir ist? Was flackert noch? Oh, ich bin zu viel dran. Oh nein, er hat mich. Er hat mich auch. Das hat mich verknuspert. Du bist tot. Möchtest du wie spawnen? Yes. Hey, da bist du wieder. So. Können wir hier lang gehen? Achso, hier sind wir lang gegangen, egal. Da waren wir gerade eben. Aber eigentlich ist es, glaube ich, egal, wie lang wir gehen. Wir verlaufen uns sowieso. Eben. Wir gehen auch ohne kompletten Plan hier rein. Also. Wir haben das auch wieder komplett verändert. Also, das ist wieder komplett anders aufgebaut als vor ein paar Wochen. Ja, aber die haben den Spawn einfach nur versetzt. Das reicht teilweise schon aus, um alle zu verwenden. Folgen wir mal dem fetten Pfeil. Das ist ein richtig großer Pfeil. Folgen wir mal den. Wir folgen einfach mal einfach allen Pfeilen, die wir sehen. Vielleicht hilft das ja was. Dann müssen wir hier lang. Oh, Monster! Lauf! So, da sind auch alle beide. Da ist rot. Oh, da war noch ein Pfeil. Ich muss gucken. Ah, ich habe nicht pfeifen hören. Ich habe nicht gepfiffen, das war, glaube ich, das Viech. Dann habe ich geantwortet, das ist nicht gut. Wieso pfeift es? Was soll denn das? Wow. Smiler gefunden. Ich dachte, da ist ein Pfeil aufgetaucht, aber es war wieder die Hand von so einem Smiler. Ich wollte gerade sagen, Leute, hier tauchen Pfeile neu auf, aber dann war es so ein fucking Smiler. Ich habe das Patschehändchen gesehen. Was als Pfeil interpretiert. Ich habe mich mal wieder komplett verlaufen. Ich auch, ich habe jetzt Pfeil gefunden, den folge ich jetzt einfach und gucke immer so ein bisschen links und rechts, ob ich irgendwas sehe. Ich habe einen Ausgang gefunden. Ja? Ich ziehe uns raus. Okay. Aber wie soll ich dir folgen? Okay, ich werde dann einfach zu dir teleportiert, ist auch okay. Ja. Hey. Ich spiele schon wieder Indie, ich sehe nichts. Das ist ein langer Gang. Wie macht man die Taschenlampe an? T? Nee. Hä? Toggle für. Ach, F. Ah. F wie Flashlight. Ah. Hier, was da steht, System Black Fursuit Found an Exit. Was? Guck mal da oben, was da steht. Black Fursuit Found an Exit. Okay, da haben wir einen Namen falsch geschrieben. Oder dein irgendeine Item-Beschreibung von dir. Ja. Was hätten sie bei mir geschrieben? Orange Jacket Found Nexit wahrscheinlich oder so. Wäre lustig. Oder Orange Hoodie. Nee, ich habe eine Jacke an, oder? Ich weiß gar nicht, was ich anhabe. Ich habe immer was Orangenes an, weil Geld kacke aussieht in dem Spiel. Jetzt sind wir wenigstens weitergekommen als das letzte Mal. Ja, eben. Ist doch schon mal Erfolg. Dieses Level ist ziemlich räudig. Der lange Gang. Wahrscheinlich nur, dass dabei bleibt er nicht. Das ist ein einziges Monster, das ist einfach nur ekelhaft, das Viech. Hier in dem Gang. Okay. Nee, nicht in dem Gang, danach. Erst draußen. Ja, danach. Dann. Nein, es ist schwierig, hier irgendwas auszuweichen. Ist also so Sache, darfst du nicht angucken. Oh, es gibt auch so ein Spiel, ich glaube, ich hieß das Emily Wants to Play. Du musst so mit verschiedenen Figuren Verstecken spielen und die geben dir einfach falsche Hinweise. So, du darfst mich nicht ansehen und dann musst du die Figur aber ansehen, sonst tötet sie dich. Was ist das hier? Hey, irgendwie ein Wasserrad? Das da? Wir müssen wir umdrehen, davon insgesamt 6 Stück und hier ist irgendwo ein Viech, was hier rumrennt. Da kommt das Viech, okay, es kommt schon. Da hinten. Ein Tentakelmonster. Oh, Schwimmen ist komisch. Oh Gott! Immer auf mich! Da hinten ist noch so ein Rad.
Würdest du? Achso, ich muss nur einmal dran kriegen, ich dachte, ich muss gedrückt halten. Viech kommt. Dann gibt's Fersengas. Ist ganz schön schwer, alles wackelt. Wo ist es? Oh, wir haben uns getrennt. Ja, irgendwie schon. Smilder. Gepfiffen? Ja, nein? Oh, ich. Ah, ich hab noch einen Chor. Okay, das Viech ist bei mir. Oh, mir juckt die Nase, ist gerade ungünstig. Du gepfiffen. Oh, hier ist ein Rad. Das Viech in der Nähe. Okay, das ist auch offen. Okay, Viech ist bei mir. Das hatten wir schon. Hier ist ein rotes Ding. Okay, das ist zu. Das ist rot. Okay. Hallo, Smiley. Boah, ich glaube, der Typ hat mehr Panik wie ich gerade. Der klang sehr hysterisch. Ah, da bist du. Hast du das Rad schon gedreht, das da ist? Nee, ich krieg's nicht gedreht, irgendwie, warum auch immer. Irgendwie will das bei mir nicht. Ich hab's gedreht. Das Ding kommt. Ich hab's gedreht, wir können weiter. So dann, da. Zum Glück ist der nicht allzu schnell. Nee. Ist halt einfach nervig, das Ding. Oh, Sackgasse. Günstig. Draußen Seestern. Da sind wir am Anfang, da war auch einer. Oh, hallo Viech. Ja, hier war der Eingang. Oh, ich sehe nichts. Das schwimmt, das ist echt nervig. Hier ist noch ein Rad. Da haben wir auch noch nicht dran gedreht. Hallo, würdest du? Hallo? Lauf! Ja, mein Charakter wollte nicht laufen. Der ist nur gesprungen. Oh nein, es hat mich. Nein. Das hat mich verknusbar. Ich konnte nicht mehr rennen, ich bin zu viel gerannt. Und dreimal darf ich noch sterben. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ah, es hat mich! Ja, warte ich kurz auf dich. Wie viele müssen wir eigentlich finden? Ich hab 6 Stück. Da müsste ja nur noch eins sein. Doch, ja, da steht 6 Mal. Ich habe halt so gar keinen Überblick mehr, wo ich war und wo ich noch nicht war. Auch nicht, ganz ehrlich. Okay, ich höre es, aber wo ist es? Hinter dir. What? Ich habe doch gerade hinter mich geguckt, da war nichts. Okay. Da ist noch was. Ich glaube, war das schon gedreht? Eventuell haben wir Glück. Oh ja, gefunden. Hey. Ausgang. Ich gehe rein und mach uns auf, okay? Und zieh uns durch. Ja, okay. Ich habe den geöffnet und du musst durchgehen. Okay. Oh, das war ganz am Anfang, war dieses Rad oben in der Ecke. Total bescheuert. Wenn ich mich nicht so verlaufen hätte, hätte ich es nicht gefunden.
Wo ist das Vieh? Hier ist niemand. Oh Gott. Ich bin beinahe abgesoffen. Das ist ungünstig. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Vielleicht finde ich ihn ja auch zufällig selber. Ich bin gleich da. Ah, du weißt, wo er ist, okay. Ja. Ah, cool. Heute sind wir ja wieder in dem gelben Raum. Ja. Ja, diesmal sind da Treppen. Hier sollten jetzt eigentlich keine Monster sein. Okay. Warte mal, okay. Was haben wir hier? Hä? Wer hebt irgendwas hoch? Okay, wir müssen irgendwas finden. Oh, ein Hundi mit Popcorn! Du bist ja niedlich. Das ist süß. Das ist ja echt süß. Das ist ja verdammt niedlich. Hey, lauf du mal schon vor. Ineinander laufen ist ein bisschen weird. Ach, guck mal, jetzt mal hier. Achso, das war dieser weirde Hotelkomplex-Raum, den sie überdacht haben. Treppe hoch. Yay. Ach, hast du das selber schon gespielt? Guck mal hier, dann können wir jemanden fesseln. Ein Bondage machen. Könnten wir auch noch eine Peitsche oder ein Paddle oder sowas. Dann können wir eine Piñata machen. Hat keiner mit geredet. Oh no. Ist ein Monster oder sowas. Da ist ziemlich abgrundig. Ich glaube nicht, dass man da runtergehen sollte. Brauchen wir ein Stück. Ich glaube, wir müssen aber da runter. Wir müssen da runter. Was soll ich spielen? Wir müssen da runter. Ja, brauchen wir da nicht irgendwie ein Stück weiter? Oder. Brett? Ich bin runtergesprungen. Ich hab's gesehen. Ich war jetzt eigentlich dafür, wir holen vielleicht ein Stück Brett oder so, dann können wir da langlaufen. Runter. Okay, das war die richtige Lösung. Okay, das ist der Scheiß. Oh nee, das hatte ich. Okay, also wenn das Viech kommt, nicht bewegen. Oh, wir spielen Red Dead Good Light. Okay. Wenn das Viech kommt, es kann dich hören, aber es kann dich nicht sehen. Aber Mikrofon habe ich nicht. Nein. Okay. Also, wir müssen da jetzt die verschiedenen Schränke aufmachen und da muss da irgendwas drin sein, was wir brauchen. Aber Geräusche zieht das Viech an. Okay, aber wie kriege ich die auf? Ich glaube, die hier gehen noch nicht auf. Okay. Aber das Viech kommt. Okay, bleib ganz ruhig stehen. Stell dich am besten irgendwie in die Ecke ganz leise. Nicht rennen, leise gehen. Ganz leise. Lol, T-Bone den Boden, was machst du denn? Bist du hässlich? STRG? Achso, wegen Bücken? Ist man dann leiserer? Oh, danke für den Tipp. Das hat mir mein Chat gerade verraten. Ja, ich bin ja auch bei dem Chat und ich hab's auch gelesen. So, kann ich laufen? Merkt es mich? Es funktioniert dann schon. Wenn es in der Nähe ist, ja. Also ich würde, wenn es in der Nähe ist, würde ich mich nicht bewegen. Das hat eben auch funktioniert. Dann kannst du. Ah, STRG, dann kannst du laufen. Guck hier, ich kann einfach an dem vorbeilaufen. Nö. Vielleicht nicht in das Viech reinlaufen. Geh weg. Tschüssi. Ich geh dann mal. Auf Wiedersehen. Sayonara. Nuat. Du kannst mit STEG laufen, das krieg ich nicht mit. Ich gehe auch spazieren. Okay. Es fehlt nur noch, dass er so ein. Es gibt einen Yokai, der hat einfach keine Augen, aber dafür. Also keine Augen im Gesicht, aber dafür ein Auge im Arschloch. Ich erinnere mich gerade erinnern. Oh, Viech. Aber kennst du das Viech? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich kann die Namen von den Yokai nicht merken, aber es ist so. Es gibt generell so absurde Viecher in Japan. Ich weiß es nicht. Dieses Arschauge, wie ich es geil. Da vorne kein Gesicht, aber da, wo es Arschloch sein wollte, ist einfach ein Auge. Ist so geil.
Und es, am liebsten macht es, sich in dunklen Gassen zu verstecken und Leute damit zu erschrecken, dass es halt ein Aschauge hat. So geil. Das ist so bescheuert. Es gibt auch, oh, es gibt generell so verrückte Viecher in der japanischen Mythologie. Es gibt auch einen Fuß, der durch deine Decke kracht und will, da, will gewaschen werden. Und wenn du, ihn, wenn du ihn nicht wäschst, zerstampft er alles und wenn du ihn wäschst, kommt er wieder am nächsten Tag und will nochmal gewaschen werden. Aber das macht er nur mit reichen Leuten. Arme Leute werden nicht zerstampft von dem Riesenfuß. Boah. Es gibt so weirden Shit. Allerdings. Drei Schlüssel müssen wir suchen. Drei Schlüssel. Okay. Okay. Wir haben schon mal eine Zahl und wir wissen, was wir suchen. Das ist doch schon mal sehr von Vorteil. Ah, jetzt können wir Kisten aufmachen. Okay, da oben kann ich ja nicht reingucken. Hochspringen? Dann sehe ich was. Stehen bleiben. Kann ich Schubladen aufmachen und es hört das? Das hört sie ja. Das lockt es wieder an. Oh, ich habe einen Schlüssel. Oh, super. Ich hoffe, das ist nicht in den obersten zwei Schubladen, da sehe ich. Kann ich nicht reingucken. Kann man das aufmachen? Oh, man kann ja in den Spind rein. Kann man sich da verstecken? Anscheinend. Aber wir haben sie ausgetribbelt mit Schleichen. Oh Gott, hast du mich gerade erschreckt. Sorry, das war nicht mein Plan. Oh, noch ein Schlüssel. Ich habe Nummer 2. Der seitlich kriegt den auf, ne? Ist halt doof, oben sieht man nicht, ob da irgendwas drin ist. Ich hoffe, die sind nicht oben drin. Den Schlüssel musst du dann einsetzen bei dem großen Tor. Aber wo wir gerade vorbeigelaufen sind. Das da. Geht das erst, wenn alle drei da sind? Ach, hier, guck. Eins. Zwei. Einen brauchen wir noch. Oh! Da hinten steht's, Viech. Ja, ich sehe es. Das zeigt mich halt hintern. Ach so. Wir waren jetzt nicht, ob du es gesehen hast. Sei eben so, als würdest du nicht crouchen. Ey, das ist ja voll easy, so auszutribbeln. Ja, schon irgendwie. Wenn man mal weiß, wie es geht. Wait, war das jetzt im Spiel das Telefon, da klingelt mein Telefon zu Hause? Bei mir hat nichts geklingelt. Oh, hallo. Stand direkt hinter mir. Ich wollte hallo sagen. Wenn ich mich jetzt auf den Spind stelle, kommt es an mich ran? War wieder safe. Hallo Udo, tschüss Udo. Du hast noch keinen Schlüssel gefunden, oder? Nee, keinen einzigen. Willst du jetzt kommen, Monster, oder nicht? Oder einmal mal kurz aufblinken? Boah, ist auch gut. Geh weiter. Tschüss. Verschwinde. Auf Wiedersehen. Das ist nervig, das Monster. Hallo, geh jetzt weg! Hat es gerade geschnuppert? Ja, hat's. Ich werde von meinem Chat gejumpscared. Danke für den Follow. Ich nehme an, das war ein Follow. Ich hab's nur gehört, ich hab's nicht gesehen. Oh, hier mal was anderes. Krieg ich das auch auf? Nö. Ach komm schon, es ist nur noch ein Schlüssel. Sag mal, ist das jetzt nur noch bei mir? Geh weg. Man, sieht man das, dass der ganze Bildschirm wackelt, dass das Viech kommt?
Wenn du es anguckst. Oh, ich hab Schlüssel, ich hab Schlüssel, ich hab alle. Okay. Du hast ihn auch super. Jetzt muss ich nur noch wieder das Tor finden. Muss schon lang. Ey, manchmal hüpft das hier so durch die Gegend. Also Liegestütz oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ohne dass das halt QS bleibt. Was es tut mit dem Boden oder mit seinem Körper. Zum Glück ist nichts drunter unter dem Viech. Aber ich kann ja einfach auch so laufen. Ich muss ja keine Türen mehr aufmachen. Ich schleiche zum Erfolg. Ich glaube, ich gehe auch die richtige Richtung. Ich weiß es nicht. Ich bin beim Tor. Oh, da ist das Tor, ja. Achtung, leise. Würdest ja, du mal nicht leise. Pfeifen? Ich habe nicht gepfiffen. Ich habe nichts gemacht. Wer hat gepfiffen? Oder war das... Nee, ich habe keinen Fight gehört. Jetzt müsst ihr den anderen Raum alle Knöpfe finden. Okay. Und natürlich auch mit dem Vieh auf den Fersen. Nee, das Viech ist halt einfach nervig. Geh weg. Ich fand die anderen nerviger, wenn ich ehrlich bin. Das war richtig stressig. Da ist das ja jetzt relativ gechillt. Ja, aber du kannst es halt so leicht austribbeln. Das macht's nervig. Ja. Ja, aber das große Hupen hören wir nicht. Okay, dann suche ich mal Knöpfler. Doch jetzt. Es hat ein bisschen gebraucht.